Ich mache jetzt heute hier für den Blog bei der Selbsttherapie für Tänzer mit und ich bin schon gespannt, was gleich auf mich zukommen wird. Tanzverletzungen sind komplett unterschiedlich. Aber in der Tanz, im Tanzstil und im Typ vom Tänzer, der eine ist total beweglich, der andere ist sehr fest, da kommen immer die gleichen Verletzungen. Und genau deswegen gibt es den Workshop, weil ich einfach auch durch meine vielen Verletzungen gelernt habe, auf was man drauf aufpassen muss, wenn ihr ein Fleisch vor euch habt. Das sind so diese Flachsen, die man nicht so gerne essen möchte. Das ist die Faszie. Das heißt, um jeden Muskel spannt sich eine bindegewebige Struktur und die hat kein Ende. Die ist total zähförmig, total glitschig, richtig viel Wasser ist da drin und die geht von einem Muskel zum nächsten und das gleiche in die andere Richtung. Das heißt, das ist wie ein Taucheranzug, der den Muskel zusammenhält. Das Instrument vom Tänzer ist immer der eigene Körper. Das heißt, wenn der Tänzer auf Tour ist, wenn der seine Veranstaltungen hat, hat er meistens nicht sein Expertenteam mit dabei, wie Ärzte, Physiotherapeuten. Und da ist einfach die erste Maßnahme wichtig, dass der Tänzer selbst seinen Körper therapiert. Der kennt seinen Körper in- und auswendig, deswegen ist er eigentlich der Beste, der sich was selbst was Gutes tun kann. Und so kann man, wenn man viel präventiv arbeitet, kann man viele Verletzungen auch sogar vorbeugen. Der Workshop geht weiter und wir gehen jetzt. Es war super cool, dabei zu sein und zu lernen, wie man einfach ein Stück seinen Körper besser kennenlernt und auch weiß, wie man sich eben therapiert und wie man Wehwehchen lösen kann mit Bändern, mit Faszienrollen. Ich kann es nur empfehlen. Beim nächsten Tanztreffen dann seid dabei.